Klar, man kann Barcelona auch mit dem Reisemobil besuchen. Aber dieses Mal fliegen wir. Und mit dem sogenannten Aerobus erreichen wir schnell und bequem den zentralen Plaza de Catalunya. Barcelona ist aufregend und spannend und steckt voller Überraschungen. Barcelona ist bunt und vielschichtig und es ist voll, laut und anstrengend. Wie entdeckt man eine solche Stadt? Am besten, man lässt sich zunächst einmal treiben und taucht in die Stadt ein. Und dann gibt es noch ein paar Höhepunkte, die man auf keinen Fall versäumen sollte. Aber alles auf einmal geht nicht. Wir wohnen in El Born, einem aufstrebenden Stadtteil im Osten der Altstadt, ganz in der Nähe des Picasso-Museums. Von hier aus sind alle zentralen Anlaufpunkte der Stadt gut zu Fuß zu erreichen. Uns zieht es zunächst einmal an den Hafen. Direkt neben den ziemlich kostspieligen Yachten gibt es neuerdings einen interkulturellen Marktplatz mit eindeutig afrikanischer Prägung. Leider wird hier auch nur das angeboten, was man überall bekommen kann, und damit ist diese Marktzeile eigentlich überflüssig. Vorbei geht es an der Hafenseilbahn, anlässlich der Weltausstellung 1929 errichtet, und im Hintergrund das 160 Meter hohe luxuriöse W-Hotel, das einem Segel nachempfunden wurde. Hinter dem Hotel liegen die vielen Kreuzfahrtschiffe, die wir schon aus dem Flugzeug gesehen haben. Und in Richtung Nordosten beginnt die Promenade am 4 Kilometer langen Sandstrand, der anlässlich der Olympiade 1992 völlig neu gestaltet und extra aufgeschüttet wurde. Am Goldenen Fisch, den der kanadische Architekt Frank Gehry entworfen hat, endet der erste Teil des Sandstrandes. Und an den beiden weithin sichtbaren Türmen liegt der große Olympiahafen. Die Olympiade 1992 brachte für die gesamte Stadt einen entscheidenden Entwicklungsschub. Auch Barceloneta, der an den Strand angrenzende Stadtteil für die kleinen Leute, wurde zum Teil umgestaltet. Markant sind hier die extrem schmalen Häuserzeilen. Dieser Stadtteil hat zum Teil seine Identität bewahren können. Zurück in El Born. Die Kirche Santa Maria del Mar gilt als schönstes und reinstes Beispiel katalanischer Gotik. Und wer einen Moment die Ruhe sucht, sollte hier ein wenig verweilen. In El Born gibt es viele kleine Plätze und interessante Läden. Der ehemalige Hauptmarkt von Barcelona, der Antique Mercat del Born, wurde in den 70er Jahren aufgegeben. Die imposante Konstruktion aus Schmiedeeisen überdacht nunmehr die archäologischen Überreste der Häuser, die im 18. Jahrhundert zerstört wurden. Der Stadtteil Barigotik bildet mit seinen Gebäuden und Einrichtungen den touristischen Schwerpunkt von Barcelona, und hier ist überall eine Menge los. Zum Beispiel vor der mächtigen Kathedrale de Santa Eulalia. Der Eintritt ist frei, zum Teil muss man aber eine Weile anstehen. Sehenswert unter anderem die imposante Kuppel. Und sonntags wird vor der Kathedrale getanzt. Direkt gegenüber in der Touristeninformation findet man ein sehr schönes Modell der innerstädtischen Stadtteile. Unglaublich, die Menschenmassen hier in Barcelona. Gestern habe ich 6 Kreuzfahrtschiffe gezählt. Es ist ein Wahnsinn. Der Mercat de la Boqueria ist eine von 40 Markthallen in Barcelona. Mit seinen rund 300 Ständen ist er zugleich die schönste und feinste von ihnen. Und wenn man erst einmal das Gedränge im Eingangsbereich überwunden hat, kann man hier alle Köstlichkeiten bewundern. Und natürlich auch kaufen, denn der Umsatz ist durch die Touristenschwemme extrem zurückgegangen.
die zentrale und überlaufende Rambla von Barcelona, übrigens ein ehemaliger Flusslauf, wird von den Einheimischen inzwischen gemieden und ist fest in Touristenhand. Fußball überall, sogar von der Konkurrenz. Um den zentralen Plaza de Catalunya herum befinden sich die meisten Modegeschäfte Barcelonas, unter anderem auch das große Kaufhaus El Corte Inglés, was so viel heißt wie der englische Schnitt, gegründet 1890 als Schneiderei in Madrid. Überall prächtige Häuserfassaden. Beeindruckend der Palau de la Música Catalana, dessen verspielte Fassade man mit der Kamera kaum einfangen kann. Die Kassenöffnung ist so intim gestaltet, dass man sich schon mächtig hineinbegeben muss. Der sehenswerte Konzertsaal kann besichtigt werden, aber schon das wunderbare Café beeindruckt durch seine Gestaltung. Das zentrale Rathaus liegt leicht erhöht. Auf dem davorliegenden Rathausplatz sitzen noch verstreut die letzten kleinen Gruppen von meist weiblichen jugendlichen Demonstranten, die sich heute am Himmelfahrtstag bunt und fantasiereich für die Frauenrechte eingesetzt haben. Mitten im Trubel findet man sich jedoch auch die ruhigen und wunderschönen Innenhöfe. Abends ziehen wir durch. Unser El Born, für mich der schönste, bunteste und ausdrucksvollste Stadtteil Barcelonas. Die vielen Bars und Restaurants sind jetzt gut gefüllt. Im Casa Lolea hätten wir gerne gegessen, haben aber leider nicht reserviert. Naja, nächstes Mal. Zwei Busgesellschaften bieten unterschiedliche Doppeldecker-Rundtouren durch Barcelona an. Wer Tickets für 2 Tage bucht, die kaum teurer als 1-Tagesticket sind, hat hierdurch eine gute Möglichkeit, zu den Anlaufpunkten zu gelangen, die nicht ohne weiteres zu Fuß zu erreichen sind. Ein- und Aussteigen ist jederzeit möglich. Wir fahren heute mit der blauen Linie der Barcelona Bustouristik zur Sagrada Familia. Der Tempel der Heiligen Familie wurde 1882 unter der architektonischen Leitung von Antoni Gaudi begonnen und ist auch heute immer noch eine Baustelle. Es ist ein Wahnsinn, unglaublich viele Leute, aber man muss sie einfach sehen. Wir haben die Tickets vorab per Internet gebucht und für den Eintritt ein Zeitfenster von 1/4 Stunde. Aufenthaltsdauer unbegrenzt. Der spanische Bürgerkrieg verhinderte zunächst eine Fortsetzung des Baus nach Gaudis Tod. Und über den Weiterbau ab 1952 gab es bis heute eine Menge Kontroversen. Am besten, man setzt sich eine Weile in den abgegrenzten Bereich und lässt dieses wirklich außergewöhnliche Bauwerk, das in vielen Teilen der Natur nachempfunden wurde, in Ruhe auf sich wirken. Trotz der enormen Menschenmassen sind wir nachhaltig beeindruckt. Da es jetzt jedoch vor dem Buseinstieg lange Warteschlangen gibt, laufen wir die rund 1 Kilometer zum Casa Mila, für das wir ebenfalls Eintrittskarten gebucht haben. Der Stadtteil Exemple außerhalb der Altstadt ist geprägt durch quadratische Grundrisse, breite Straßen und abgeschrägte Häuserecken, was viel Licht auf die Kreuzungen fallen lässt. Vorbei geht es am sogenannten Haus der Nadeln zum Gaudi-Bauwerk Casa Mila oder El Pedrera, was so viel wie Steinbruch bedeutet.
Dieses 1905 bis 1910 gebaute und von Gaudi als Wohnhaus konzipierte Gebäude nimmt innerhalb der zahlreichen Modernisme-Bauwerke in diesem Stadtteil eine herausragende Stellung ein. Besonders die eindrucksvolle Dachlandschaft mit den vielen ungewöhnlichen Kaminen ist sehenswert. In den darunterliegenden Stockwerken gibt es eine Ausstellung zu Gaudis Schaffenswerken sowie einen Einblick in die Wohnkultur anfangs des 20. Jahrhunderts. Die Auftraggeber sollen damals allerdings nicht glücklich mit dem Ergebnis gewesen sein und das Gebäude, das auf Eisenträgern ruht und auf tragende Wände im Inneren völlig verzichtet, war heftig umstritten. Ein damaliger Kommentar lautete, angemessene Haustiere seien hier nicht Katzen oder Hunde, sondern ausschließlich Schlangen. Wer jetzt ein ruhiges Plätzchen sucht, findet dies direkt nebenan bei Massimo Dutti auf einer fabelhaften kleinen Hinterhofterrasse. Wer hier wieder in die blaue Linie einsteigt, erreicht unter anderem ein weiteres Gaudi-Exponat, den Park Güell, von dem man aus eine wunderbare Aussicht über die Stadt hat. Mit der roten Linie fahren wir vorbei an den venezianischen Türmen zum 173 Meter hohen Montjuïc, einem der Hausberge Barcelonas. Hier oben fanden sowohl die Weltausstellung 1929, die Olympischen Sommerspiele 1992 als auch Weltmeisterschaftsläufe zur Formel 1 statt. Wer hier an der Funicula aussteigt, kann mit einer Seilbahn ganz nach oben fahren und hat von hier aus einen wunderbaren Ausblick auf Hafen und Stadt. In der Nähe des Stadions gibt es sogar einen Reisemobilstellplatz, den ich allerdings aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen möchte. Von der roten Linie steigen wir schließlich in die grüne Linie um, die uns am Meer weiterführt. Hier erleben wir das moderne, umgestaltete Barcelona und kaum jemand kann sich vorstellen, dass es hier einmal hässliche und schmutzige Fabrikanlagen gegeben hat. Hier kann man am Strand sogar sein Reisemobil abstellen und ein kleines Stück weiter vom Meer weg gibt es den aus meiner Sicht einzig akzeptablen Reisemobilstellplatz in Barcelona. Zwar zwischen Plattenbauten und mit cooler Graffiti-Optik, aber sicher und mit einer guten öffentlichen Verkehrsanbindung in die Innenstadt. Schließlich landen wir wieder an den beiden großen Türmen am Olympiahafen und wer will, kann von hier aus am Meer zurücklaufen. Und wer jetzt noch Zeit und Lust hat, sollte diesen kleinen Arc de Triomphe besuchen. Von hier aus gelangt man in den angrenzenden Park de la Ciutadella, dem Stadtpark von Barcelona, mit kleinen Kunstwerken, einem Mammut sowie La Cascada, einem monumentalen Springbrunnen. Der damalige Architekt hatte einen begabten Assistenten, nämlich Antoni Gaudi. Der kleine Teich mit den Ruderbooten erinnert an den Central Park in New York. Alles nur etwas kleiner. Und hier liegt das Parlament von Katalonien, das in letzter Zeit mehrfach im politischen Interesse stand. Und auch Fotobegeisterte von Lost Places kommen hier auf ihre Kosten. Mehrere vernachlässigte Gebäude der Weltausstellung, unter anderem Gewächshäuser, führen hier ein tristes Dasein. Ja, und das war's. Wir haben längst nicht alles von Barcelona gesehen, aber wir können ja wiederkommen.